Elina, schau mal, Discord, kannst du darauf reagieren? Karin, ich brauche noch Content. Ah ja, hier, Kevin hat mir auch was gegeben, worauf ich reagieren soll. Einmal deutsche Meme, die weißen Bastelkleber benötigen. Und deutsche Memes, die zu faul zum Duschen sind. Dann nehmen wir doch das hier, weil da passend auch Unge drauf ist. Cool. Jetzt ist die Cam da unten. Wie ändere ich das? Ah, Game. Ah, ja, okay. Ja. Ihr habt recht. Perfekt. Ey, voll gut geklappt. Okay, dann rein in die Memes, Jungs und Mädels. Deutsche Memes. Sieht man das? Ja. Und da auch erstmal ein Stößchen. Let's go. Oh mein Gott, Roman hat übelst den Kleinen. Ja, meiner. Ich hab mich mit den Kleinen. What the fuck? Holy shit. Wie kann das sein? Das ist so groß unterschiedlich. Alter, du, jetzt muss man doch bitte richtig drehen. Und Unge hat ja bei diesem Beyblade-Ding gewonnen, ne? Ich schwöre dir, wenn sowas ist, dann hat er immer Glück. Bei dem Pokémon-Karten-Opening hat er voll Glück. Bei dem gewinnt er einfach. Also, wisst ihr, wie ich meine? Auch bei Packs? Ja, genau eben. Der hat immer Glück. Real Talk. Nicht einfach in die Wand reindrehen. Nee, aber Klein ist gut. Ja, ich denke auch, dass tatsächlich Klein besser ist. Gut. Ja. Das fällt mir deutlich besser. Aber so klein? Klar, kommt doch auf die Technik an, aber das ist ja wirklich, der ist ja wirklich mickrig klein. Bremsen, ein bisschen abbremsen. Guckeli, schau mal. Oh. Was ist das? Kannst du das nochmal machen? Hä, das war doch gerade safe. Nein, nein, das ist nicht real. Das ist halt niemals real. Das ist halt sowas von fake. Das ist so schlecht. Ist real? Nein, als ob. Glaube ich nicht. Real Talk? Als ob. Als ob ein Skier so durch dieses Fenster geht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also wir sind heute ins KDW gekommen, weil unsere Tochter, die ist 16, hat jemand eingeladen. Also ein Freund ist ja nur erlaubt. Und sie wollte gerne, dass wir aus dem Haus gehen und wir mussten sonst nicht. Wir konnten ja nirgendwo essen gehen, also sind wir zum KDW. Gegner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist ja chillig, wenn man so Eltern hat. Ist ja voll, ist ja mega chillig. So, ja, ja, der Bums ist jetzt unsere Tochter. Und wir dachten, wir gehen mal in der Zeit ein bisschen shoppen. Bring dem netten jungen Mann vielleicht noch was mit. Süß. Und Entwicklerinnen. Super, toller Beitrag. Ja, Monte, mach dich schön übers Gendern lustig. Funny, sich übers Gendern lustig zu machen, Monte, wirklich. Ich glaube, Monte versteht manchen Kram auch einfach nicht, oder? Der versteht einfach. Egal. Arsenal oder Bayern? Boah. Arsenal. Wechseln oder bleiben? Lebenslang grün-weiß. So nervig. Ständig diese Bauchschmerzen. Hä? Cooles Meme, ja. Cool. So nervig. Ständig diese Bauchschmerzen und Durchfall und Blähungen. Papa hat ständig gepupst. Mhm. Ja, aber dann wurde mir in der Apotheke das neue Kichimea empfohlen. Nein, never is this real. Sind wie weg. Super. Was habe ich mir da gerade angeguckt? Was? Die reden übers Pupsen und dann machen die einen Fortnite-Dance? Hier, warte, dann muss ich das. Ich muss das nochmal angucken, damit ich es richtig verarbeiten kann. Ich kann das sonst nicht verarbeiten. Was? Hä? Und Durchfall und Blähungen. Papa hat ständig gepupst. Mhm. Okay, bis jetzt schon weird, aber es geht offensichtlich um irgendein Medikament, was dagegen angeht. Aber trotzdem weird, das zu vermitteln. Aber okay. Ja, aber dann wurde mir in der Apotheke das neue Kichimea empfohlen. Okay. Meine Darmbeschwerden sind wie weg. Okay, und jetzt wäre der Spot eigentlich vorbei und das Produkt würde eingeblendet werden oder so. Aber stattdessen. Super Sache. Dieses neue Kichimea Reizdarm Pro. Neu. Kichimea Reizdarm Pro. The fuck? Wer hat diese Werbung erfunden? Wie viel Geld hat diese Person dafür bekommen? Seit 5 Jahrzehnten ist Hermann nun Bauer. Mitten im Stadtteil Limmer. Machst du Frisur von Hermann für 100 Euro? Wer ist Hermann? Ach so! Never mind. Wir gucken gerade das Video. Ja, shut up. George, you got a gift. Jo. What's in there? Oh, den kenne ich von TikTok, den Affen. That? Ich bin Fan. Open it up. Der ist immer so, der reißt immer so Plastikpackung auf und isst Nüsse. What do you think, George? He's impressed.
George, it's a bed. George. Oh, George, so ein Baby. Bed? Ooh, organic cotton. George, what do you think? Meine Frau ist meine Cousine. Armer Affe, ja, ob ich das gut finde, Affen ist oder nicht, darüber wollen wir jetzt mal nicht diskutieren. Das wäre jetzt eine zu lange Diskussion. Es ist nicht so, wie du denkst, jedenfalls, weißt du. Und ich finde. Ich schwöre dir, wenn man diese Filme auf Deutsch guckt, ne, Lost. Lost, wer amerikanische Filme auf Deutsch guckt. Lost. Ersten oder so? Ja, nein, sie ist leider, also ihr Vater ist der Bruder von meiner Mama. Hey, Bibi. Mhm. Das ist anders, weißt du, wir sind zusammen aufgewachsen. Und sie ist eine heiße Maus geworden, weißt du, sie war eine verdammt scharfe Maus. Okay, Codex, wenn es so bei euch abgeht, alles klar. Oh, so ein hübsches Baby. Seiten auf C4. Auf C4. Auf C4. Oh, so hübsch. Seiten auf C4. Ja, komm, jetzt muss ich übernehmen, wie. Was? Ich, als ob ich jetzt nicht das Video zu Ende gucken kann. Chat muss entscheiden. Eins in Chat, wenn ich hinsetzen soll, zwei, wenn sie jetzt noch zu Ende gucken soll. Durch das. Ja, einfach dranhalten, hä? Ach so, man muss es abreißen, okay. Mal Kevin, auch wenn der lacht, sein Kinn snappt nach hinten, Digga, Doppelkinn-Modus. Junge, was ist eigentlich mit Revi immer los? Ist der immer so? Ich habe mir ja letztens erst seine Videos zu Simax angeguckt. Die sind lustig, aber was ist los mit ihm? Und immer wenn ich Revi sehe, muss ich jetzt daran denken, dass er sich auf seine eigene Figur mit seinem Popo gesetzt hat. Daran muss ich immer denken, wenn ich Revi sehe. Also, Grüße gehen raus, Revi. Ich werde dich für immer so in meinen Gedanken haben. Good stimmt, one, geht bro. So nach mit dem Kopf, good ne? One. Actually, good hin. One. So ein... Boah, Digga. Da kann ich inzwischen schon mal bei der neuen Internetstation vorbeisurfen. Christina, wie sieht es aus? Ganz gut, 26 E-Mails sind schon eingegangen. E-Mails? So traurig, Deutschland einfach. Das wusste ich bis heute auch noch nicht. Das sind Briefe, die man übers Internet bekommt. Pack mal das Wasser wieder beiseite. Irgendwo hin, wo du es nicht fettfingern kannst. Maps liegen. Ja, ich war so ein Dulli. Du bist so ein Dulli. Ja, ich bin einfach so ein Dulli. Du Arschloch. Ich stelle es jetzt wieder weg. Ich nehme dein Pullover dafür. Ja, okay, Karol. Jedes Mal schmeißt das was. Ja, ich bin einfach ein Dulli, Marcel. Ja. Hä, was passiert denn? Was ist das denn für eine... Nee, du bist... Also, richtig Family Life bei denen. Are we having sex tonight? No. Ja, jetzt zahlt er nicht. Du ja. Leute, mal wieder fett am Cola saufen mit den Boys. Heute Nacht wird nicht viel geschlafen. Ich werde mir später auch noch mal eine Cola reinziehen. Nee. Heute wird die Nacht durchgemacht, obwohl ich morgen Schule habe. Schreibt Gangster. Mal Hashtag cool in die Kommentare, wenn ihr das auch Hashtag so cool, cool findet. Alter. Duschen ist auch immer nervig. Auch so, das ist so, dass da... Ja, warum seid ihr so pepegas gerade, Chat, Alter? Was ist denn los bei euch? Rasieren, Haare schneiden. Rasieren, alles. Haare schneiden? Als, da kommst du ja auch nicht drum rum. Als Frau schneiden, ist dauert Zeit, dass wir nicht duschen, Alter, wenn du lange Haare hast. Anstrengend. Wieso sauer gemacht? Weil ich dir dieses sexy... Ey, bist du sauer? Nein. Walla? Walla, nein. Hä? Ey, Leute, Walla. Sie findet mich nicht sexy, ich finde sie nicht sexy. Jani, das muss man seinen nach. Partner sexy finden? Oh mein Gott! Muss man? Ja, na, ich achte auf sowas nicht. Ja. Ich achte auf Charakter und Herz. Ja, Jani, wenn sie auch, Herz hat und Charakter, was? Ja, aber trotzdem findet man seine Freundin sexy. Ich nicht, aber. Ja, findet man nicht sexy. Nein. Da war. Walla. Walla, sie will weinen. Nein, wieder. Nein. Ich schwöre, mein Gott. Ja, nein. Netter Boyfriend nein. Auf jeden Fall. Sympathisch. Sympathisch. Oh. True. Alla, cora, du drinne drück fast sah das. Ja, okay, irgendwann ist auch nicht mehr lustig, Junge. Es ist Copy und KS. True! Immer im Kurzunterricht durfte man das. Coca-Cola-Ina! Hey, da ist Henke! Ey, Grüße gehen raus an Henke! 10 von 10 ist für mich wirklich. Ich würde gerne so jetzt was sein, aber dann. Ach, Digga.
Ja, come on. Das weiß halt doch jeder, oder nicht? Einfach mal Elena. Wo ist ein Kuss? Nee, Elena nicht. Boah, willst du sagen, sie war eine 5 oder was? Nein, Elena, ich hatte nichts mit ihr. Ey, man sieht Nico nicht, aber man hört sein fettes Grinsen. Wisst ihr, was ich meine? Man sieht sein Face nicht, aber man sieht einfach, wie er gerade so richtig am Grinsen ist. Und sich so richtig das Lachen verkneifen muss. So schlecht. Okay. Guck. Ist wirklich so. Schwör auf deine Mutter? Ja. Nein, du musst ja auch aufsprechen. Was denn? Ich schwör auf meine Mutter. Hallo? Ja, hallo? Ich hab's gerade nicht gehört. Hörst du mich oder was? Hat gerade das Discord geleckt? Jetzt, ah, perfekt, Digga. Jetzt geht's mir. Du hast Elon geleckt gerade. So schlecht. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wiederschauen und reingehauen. Cool. Alright, dann kann Baby jetzt wiederkommen. Aber Elena hatte doch einen Freund. Kein Plan. Kaudance. Okay, Baby. Oh, da kommt er auch schon direkt. Überlass mir jetzt wieder meinen Stream. Ey, oh, Nachtwichtel, ich hab genau gesehen, wie du geschrieben hast. Och nee, wenn dieser Typ wieder kommt, bin ich raus. Du Hurensohn. Seid halt leer, ich fühl mich so leer. Mich umgibt nur Kälte, keine Feelings, ich bin leer. Mehr, ich will immer mehr. Aber Menschlichkeit und Treue sind hier leider nichts mehr wert.